So, hi Freunde, willkommen zurück zu Don't Starve. Und wer hungert mir bloß nicht? Zu Tag 3. Hier oben sind sogar Steine. Die hätten wir im letzten Part eigentlich schon mitnehmen können. So, aber naja. Ich würde sagen, wir schlagen hier einfach unser Lager auf, also unser festes Lager. Und bauen hier jetzt mal diese Wissenschaftsmaschine. Für neue Sachen. Eine Heuwand, eine Heumauer, ein Seil und Bretter. Ein Rucksack, okay. Ich glaube, so ein Rucksack wäre jetzt gar nicht schlecht, ne? Ich glaube, den nehmen wir mal, weil dann können wir nämlich dieses Zeug hier mitnehmen. Ist das nie... Nitree? Was ist das genau? Soll es irgendwie Kupfer sein oder sowas? So, jetzt erstmal schauen. Ich glaube, die brauchen wir doch. Genau. Jetzt können wir uns nämlich einen Speer herstellen. So. Ich würde aber gerne eine Truhe machen. 3 Holzbretter brauchen wir dafür. So, 1. Jetzt erstmal Holz hacken gehen wieder. So. Ich würde sagen, dann müssen wir mal schauen, dass wir uns irgendwie eine Wand bauen können. Eine Mauer. Um unser Lager rum. Weil ich weiß nicht genau, was da noch so kommt. Das könnte man vielleicht auch mit dem Zombie-Modus von Black Ops zum Beispiel vergleichen. Dass pro Runde eben mehrere Viecher kommen oder sowas, ne? Oder die immer schwieriger werden. Mhm. So. Ich glaube, mit Steinen kommen wir da ziemlich weit. Logischerweise. Dann hauen wir das jetzt einfach mal alles kurz und klein. So. Diese Goldnuggets, also bis ich die anfangs gefunden habe. Und hier finde ich sie gleich am dritten Tag. Oder zweiten Tag schon. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. So. Bitteschön. So. Ein Grabstein. Hier liegt jemand. Bla, bla, bla. Ist ja alles egal. So. So, Dodo. Ich schau da mal, was dieses Nitree ist. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Die Übersetzung dafür fällt mir jetzt echt nicht ein. Naja, mal schauen. Was zur Hölle? Was war das? Was war das denn eben? Ich glaube, wir müssen uns ziemlich schnell diese Mauer bauen. Ich fühle mich jetzt schon unsicher. Oh, wie viel Gold hier ist. Krass. Ah, schade. Okay, das war's erstmal. Mit der Buddelaktion.
Wo ist denn unser Lager jetzt? Ach, einfach nach rechts, okay. Sehr schön. Nee, das brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Wie können wir denn... Warte mal, wo geht denn... Hier. Hey, das geht doch. Stellen wir uns einfach mal das Zeug hier her. Und machen uns jetzt mal erstmal eine Truhe. Na komm. Verdammt, verdammt, verdammt. Ganz schnell. Ich hätte fast was vergessen. Wir brauchen Holz, unbedingt. So, auf jetzt. Komm, 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 komm. Uiuiui. Gut. Gut, 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 gut. Jetzt haben wir hier erstmal Steine. Jetzt erstmal schauen, wo können wir nochmal... Wo war denn das jetzt? Alchemie brauchen wir dafür. So. Dafür brauchen wir aber Holzbretter hier wieder. Holz haben wir aber nicht genug. Das können wir erst am nächsten Tag machen. Ist aber, glaube ich, auch kein Problem. Dafür brauchen wir Scheiße. Das ist auch gut. Ich glaube, das können wir jetzt erstmal verwenden. So. Das Gold lagern wir erstmal hier rein. Den Pilz am besten auch. Haben wir irgendwie rote Pilze auch? Nee, haben wir nicht. Gekochtes Fleisch. Das esse ich jetzt einfach mal. So, das war's aber im Großen und Ganzen jetzt. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu unterstützen. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen. Bleib dran, bis dann.